In der heutigen Folge von Untermenschen beschäftigen wir uns mal genau mit der Gattung der Pflanzenfresser, sprich Vegetariern und Veganern. Was genau ich gegen Vegetarier und Co. habe, fragt ihr euch? Also mal ganz abgesehen davon, dass durch ihr unstillbares Verlangen nach Grünzeug tausende Farmtiere täglich einen qualvollen Hungertod sterben müssen und sie langfristig für den Untergang der gesamten Weltbevölkerung verantwortlich zu machen sind, da sie täglich mehr Grünflächen vernichten, als wir Krombacher nachsaufen können. Eigentlich nichts. Es sei denn, es handelt sich um militante Vegetarier. Was genau jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Vegetarier und einem militanten Untermenschen dieser Gattung ist, fragt ihr euch? Nun, das ist ganz einfach. Ein normaler Vegetarier entscheidet sich aus irgendeinem Grund dazu, kein Fleisch mehr zu essen. Das zieht er dann durch, hält die Klappe, geht niemandem auf den Sack und alle sind zufrieden. Ein militanter Vegetarier hingegen ist fast so schlimm wie ein religiöser Fanatiker. Zwar stürmt er keine Satire-Magazine, weil jemand es gewagt hat, seinen imaginären Freund zu malen, aber er wird versuchen, euch bei jeder sich ihm bietenden Möglichkeit seinen Glauben aufzudrücken. Militante Vegetarier zu erkennen ist nicht sonderlich schwer. Der durchschnittliche Auberginenliebhaber ist meistens so dünn, dass er leicht mit einem Holocaust-Überlebenden verwechselt werden könnte und es meist schon an ein Wunder grenzt, dass es überhaupt schafft, seine Sammlung von Peter- und Greenpeace-Abzeichen zu tragen. Außerdem hat er aufgrund seines hohen Salatkonsums nicht mal den Ansatz eines Bizeps und seit seiner Emo-Phase vor 10 Jahren noch keine Rasierklinge mehr gesehen. Es sollte also nicht sonderlich schwer sein, einen Salatnazi zu erkennen, oder? Solltest du trotz meiner detaillierten Beschreibung allerdings Probleme haben zu erkennen, ob es sich bei einem Menschen um einen normalen Vegetarier oder einen radikalisierten Vegetarier handelt, so wirst du das Ganze spätestens dann merken, wenn du in seiner Nähe erwähnst, dass du gerne mal ein saftiges, kleines, zartes Kälbchen auf deinem Teller liegen siehst. Während ein normaler Vegetarier das Ganze zwar nicht gut findet, aber deine Meinung respektiert, aktivierst du mit dieser Aussage die Fallenkarte eines militanten Vegetariers und darfst erstmal eine Hassrede über dich ergehen lassen, gegen die Reden von Goebbels wie Montagspredigten des Papstes aussehen. Militante Vegetarier sind das wohl untoleranteste Pack, was es überhaupt gibt. Eher verbringt ein Haufen Hardcore-Nazis einen ruhigen Abend mit einer jüdischen Gastarbeiterfamilie, als ein militanter Vegetarier mit einem bekennenden Fleischesser. Und da man natürlich überhaupt keinen Bock darauf hat, mit solchen Menschen den Abend zu verbringen, zeige ich euch jetzt, wie ihr euch effektiv gegen diese Untermenschen verteidigen könnt. Der wohl wichtigste Punkt hierbei ist, den Salatnazi direkt an den vorher von mir aufgezählten Attributen zu erkennen und ihm einfach aus dem Weg zu gehen. Für den Fall, dass dies aufgrund eines zu engen Raumes, auf dem ihr euch befindet, aber nicht möglich sein sollte, solltet ihr euch vorsichtshalber eine Würstchenkette um den Hals hängen. Die Würstchen haben hierbei eine abschreckende Funktion und fungieren ähnlich wie Knoblauch bei Vampiren. Für den Fall, dass ihr trotz der Würstchenkette mit einem Blumenkohl-Dschihadisten aneinander geraten solltet, solltet ihr immer noch eine kleine Sprühflasche gefüllt mit Tierblut parat haben. Ein gezielter Schuss mit dem Blut ins Gesicht des Angreifers und er wird schneller in die Flucht geschlagen als ein Franzose beim Anblick eines Buttermessers. Garantiert.